Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Mhm. Adding Bureaucracy. Auch schön. Ah, Hazel Adams, du wirst diese Wahl nicht überleben. Also nach der Wahl. Sie möchte gerne Importzölle erheben. Also nee. Wenn wir, also sagen wir es mal so, wenn wir bei uns genmanipulierte Nahrungsmittel beispielsweise verboten hätten und es trotzdem möglich gewesen wäre, dass sie aus dem Ausland in unser Land kommen, dann würde ich sagen, ach wisst ihr, dann erheben wir doch darauf mal, einfach um das Interesse an diesem Produkt zu senken. Da wir das aber nicht gemacht haben, fällt mir tatsächlich keine Begründung ein. Nö. Und das potenzielle Einnahmen sind auch so gering, dass sich das nicht lohnt. Also für die also. Ja, und schlussendlich, das ist so ein bisschen auch das Schräge an der Debatte, die da auch Donald Trump führt. Es ist ja nicht so, dass die, also wer bezahlt das denn? Das wird ja umgelegt auf die Kundin oder den Kunden insofern. Ja. Oh, okay. Einer unserer Minister hat genug. Das wird wahrscheinlich der Managed Cabinet. Wir mussten ihn nicht feuern, den Wohlfahrtsminister. Er ist selbst gegangen. Das macht uns viel leichter und kostet uns weniger. Ja, aber ich glaube, die Werte der anderen sind runtergegangen. Oder, also ich meine, wir müssen uns nicht keine Gedanken um unsere schlechten Umfragewerte machen. So, Welfare nach Loyalty möchte ich gerne sortieren. Und hier habe ich niemanden, der Welfare-Minister werden möchte. Religiöse und Kapitalisten, der hat zwar hohe Zustimmungswerte, aber das wird hier ganz dunkel enden. Glaube ich. Genau hier. Ja. Das wäre abhängig von unserer Exit-Strategie. Wenn wir sagen, wir hören sowieso kurz nach der Wahl beispielsweise auf und machen irgendwie was anderes, dann würde uns das auch nicht stören. Dann würde es jetzt für uns völlig cool sein, das politische Kapital für uns einzusacken und nutzbar zu machen. Und der Rest könnte uns vom Prinzip egal sein. Das war halt bisher noch nicht die Art und Weise, wie wir dieses Spiel gespielt haben. Dieses nach uns die Sinnflut haben wir bisher noch. Ja. Ja, aber es stimmt eigentlich. Wir können einfach mal den mit dem höchsten politischen Kapital werden, weil nach der Wahl machen wir eh einen Reshuffle. Das heißt, wir haben da eh nochmal die Gelegenheit, das umzubilden. Was auch nichts kostet. Das heißt, ja. Das sieht sehr gut aus. Herzlich willkommen in erstmal 6 Monaten Amtszeit. Ja. Okay, haben wir die Stelle wieder aufgefüllt? Situation imminent. Oh. Eine Real Estate Bubble. Okay. Die nächsten Probleme kommen. Eine Immobilienblase. Ja. State Housing verhindert das. Wir könnten das nochmal hochfahren. Ja, kostet auch wieder unser neuer Minister. Guck an. Genau, und jetzt haben wir noch hier Nachrichten. Endlich mal was Positives. Was Positives. Die Romians haben ihren Mann gerettet. Weil wir die Organspende-Geschichte eingeführt haben. Es gibt eine herzzerreißende Geschichte darüber. Das ist doch wundervoll. Okay. Weiter geht's. So, bevor wir zu den Wahlversprechen kommen, gut, dass wir das letzte noch eingelöst haben. Kurz, Wasser ist jetzt vorbei. Kurz vor der Wahl ist Wasser vorbei. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht wieder hoch. Oh, krass. Pollution geht krass runter. Die Proteste gehen auch langsam runter. Die Gig-Economy ist
fast gleich. Überfüllten Krankenhäuser gehen wieder ein Stück nach unten. Die Doctor Strikes sind gleich geblieben. Die Fettleibigkeit geht ganz leicht runter. Und die Asthma-Epidemie ist auch am Absinken. Das sieht doch alles ganz hervorragend aus. Also, hier oben ist es rot. Das heißt, unser Manifesto. Hey, die haben wir erfüllt. Ach, wir könnten die dann mit in die nächste... Ach so, okay. Die Versprechen halten bis zum Ende der nächsten Runde und werden unsere Popularität erniedrigen, wenn wir sie brechen. Aber wir haben beide erfüllt. Oh Mann. Ich glaube, es ist nicht wirklich viel dazugekommen. Also Income Tax Cut bei 25%. Im Moment sind wir auf 45%. Das können wir uns nicht leisten. Unser Defizit ist bei 24, sehe ich gerade. Mhm. Ja. Executive Term Limit. Könnten nochmal wir machen. Nochmal ein Jahr weniger? Hä? Warum? 5 Amtszeiten. Also Cut bei 25% von unendlich auf 5 Amtszeiten reduzieren. Gender Equality Raise by 50%. Das ist so ein Ding. Wir können es gar nicht um 50%. Also weiß ich nicht, vielleicht 50% von dem hier. Oder 50% hierhin. Das würde ich nicht anfassen, weil es ist fast unmöglich. Ja. Die Steuer auf CO2 um 25% runtersetzen. Würde ich auf keinen Fall machen. Alkoholgesetzgebung runtersetzen. Tabaksteuer runtersetzen. Intelligence Services cut by 25%. Haben wir letztes Mal schon versprochen. Mhm. Können wir wieder versprechen. Es trifft ein bisschen die Private Space Industry, aber die ist weit oben. Also ich glaube, der geht's ganz gut. Ja, das wäre jetzt das Erste, was ich tatsächlich versprechen würde. Mhm. Okay, das hat auch Auswirkungen. Patrioten finden es nicht gut und Liberale finden es gut. Okay. Die Immobiliensteuer, könntest du da nochmal drauf gucken? Was wir da... Gibt es da noch irgendwas? Was war das Wahlversprechen? Warte kurz. 25% kürzen. Ja, wir stehen kurz vor einer Immobilienblase. Da würde ich an den Steuern nichts kürzen wollen. Ja, ich habe eher gerade überlegt, ob wir die noch ein bisschen erhöhen. Also nicht, weil es gerade für unser Manifest wichtig wäre, sondern weil wir es einmal in der Hand haben. Das ist halt wieder für die mittleren Einkommen nicht so cool. Ja. Milliarden erhöhen? Ja, vielleicht ein bisschen weniger noch, aber ich glaube, ran können wir gehen. Also, ne, ich habe jetzt um 1,3 Milliarden erhöht. So, auf 5,5 Milliarden Einnahmen. Mhm. Ja. Machen wir eine Feinsteuerung. Ja, 6. So, die werden wir nicht runtersetzen. Equality glaube ich auch nicht. Limit Automatic Trading, was war's? Cut by 25. Also wahrscheinlich dahin. Wir sollen sie runtersetzen. Okay. Irgendwie würde ich das auch nicht anfassen wollen. Ich finde, wir haben keine schönen Wahlversprechen. Ja. Wir haben keine schönen Wahlversprechen. Mir fällt übrigens gerade auf, Gender Equality und weiter unten der Bereich Equality im Allgemeinen sind blau unterlegt.
Ja, da haben wir keinen direkten Einfluss drauf. Oh ja, Equality ist runter. Ich weiß nicht, warum die da jetzt gerade eingebrochen ist. Da haben wir keinen direkten Einfluss drauf. Und die so krass zu erhöhen, ist halt wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Okay, es wäre eine Herausforderung. Aber es wäre dann sehr, sehr viel Gesuche in diesen Tabellen hier. Also jedes einzelne. Es könnte durchaus interessant sein. Aber das würde ich nicht versprechen wollen. Wir könnten noch unsere Amtszeit verkürzen. Ja, das schadet nicht. Liberale finden es richtig gut. Okay? Also es ist halt auch, ist immer ein bisschen blöd. Ich glaube, es ist wichtig, dass politisches Personal wechselt. Auf der anderen Seite brauchst du auch die Erfahrung und vielleicht manchmal auch die im positiven Sinne Abgebrühtheit. Ja. Um solche Prozesse auch einfach aushalten zu können. Ich meine, ich weiß nicht, ob einer von euch irgendwie mal freiwillig, egal ob an einer Kreistagssitzung oder an einer lokalen Parteisitzung teilgenommen, irgendwie in einem Stadtverband oder so. Nee, habe ich noch nie. Das ist wirklich langatmig. Also wenn ich, weißt du, wir versuchen irgendwie unsere Workshops interessant oder sonst irgendwas zu gestalten, damit die Menschen möglichst viel mitnehmen oder aber in meinem Fall ja eher zielgenau zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, ich habe halt nicht die klassische Tagesordnungspunkt 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Schlussendlich baue ich es nur anders auf, weil ich anders an die Sache herangehe. Und so bist du ständig abends nach Feierabend in diesen Sitzungen, die anstrengend sind, wo Leute aneinander vorbei diskutieren und möglichst noch Fakten befreit. Das ist echt anstrengend. Deswegen habe ich super viel Respekt vor den Leuten, die sich das echt ans Bein binden. Ich glaube aber, dass es gut ist, irgendwann was anderes zu machen. Deswegen schwimmen wir mit. Ja, finde ich auch gut. Ist eine großartige Erklärung. Und wir müssen ja nur 25%, also es wird auf 5 Amtszeiten begrenzt. Das sind immer noch im Moment 20 dann Jahre. 20 Jahre, genau. Also das ist ja eine virtuell fast keine Erhöhung. Ich habe im letzten Jahr einen Workshop mit Jugendlichen gemacht und irgendwann ging es auch um Politik und irgendwann auch, ich glaube beim Mittagessen, um die Person der Kanzlerin oder des Kanzlers. Und irgendeiner der älteren Generation, der noch mit beim Essen war, hat gesagt, da haben wir irgendwie so einen Spruch, also es ging so zu früheren Kanzlern, ich krieg's eh nicht mehr zusammen, da brauche ich es auch nicht erzählen. Also es ging um frühere Kanzler und wie sich das entwickelt hat. Und irgendwann gab es ein großes Gelächter am Tisch, weil dann die Jugendlichen auch ganz klar meinten, Leute, ihr wisst schon, dass wir 15 sind. Wir kennen niemanden anders. Ja. Also für sie gibt es sozusagen eine Kanzlerin, es gibt ja für jede Generation so prägende politische Figuren. Die da, Kohl. Keine Ahnung, bei dem. Ja, Kohl, bei einem anderen war es vielleicht Brandt oder bestimmte Szenen, die sich eingebrannt haben. Und die kennen halt nur eine Kanzlerin. Ja. Das ist super faszinierend. Ich finde auch diese Sachen, damit wird ja auch schön gespielt. Ich finde das toll mit Scholz, kann er auch Kanzlerin? finde ich ganz super. Also. Ich weiß nicht, ob wir bereit sind für eine männliche Kanzlerin in Deutschland. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir bereit sind für Konfrontation oder ob wir weiterhin eher so einen moderierenden Kurs bräuchten. Ich habe gerade den Eindruck, dass die Debatten etwas so scharf sind und teilweise Freundschaften und Familien wegen einer politischen Frage kaputt gehen. Man kann ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Himmel. Und ja, also du meinst so der generelle Umgangston. Es ist halt polarisiert und ich meine, ich bin in Berlin. Letztes Wochenende sprechen wir nicht darüber, was letztes Wochenende passiert ist. Ihr habt alle wahrscheinlich auf jedem Medium diese Bilder gesehen, wo ich mir dachte, so, wie kann man so blöd sein von der Einsatztaktik und mehr sage ich dazu nicht. Ich kann es übrigens, andere Perspektive, ich komme halt aus Halle und wir hatten letztes Jahr einen Anschlag, das ist noch kein ganzes Jahr her, dass wir nicht raus konnten, dass wir
dass Freunde nicht wussten, wie kriege ich mein Kind aus der Kita nach Hause, was ist hier eigentlich gerade passiert. Also unser komplettes Stadtviertel war ja lahmgelegt. War das bei dir im Viertel? Naja. Okay. Klar. Und insofern, Halle ist ja auch klein. Das kommt ja auch noch dazu. Leute kennen sich. Und wir waren abends, weil ein Freund und ich hatten uns dann verabredet, als dann irgendwie klar war, Leute, ihr dürft wieder raus. Geschäfte waren zu, Restaurants waren zu, es war immer noch alles abgesperrt. Mhm. Und es war unglaublich interessant. Es gab so 2, 3 Anlaufstellen, wo auf einmal diese Bevölkerung hin ist. Einmal auf dem Marktplatz und ich glaube an der Pauluskirche, also quasi relativ noch ein bisschen näher dran. Mhm. Und dritter Ort auch noch. Aber diese 2 weiß ich auf jeden Fall. Die Leute sind da instinktiv hingegangen. Und da gab es halt Szenen, wie junge Leute weinend zusammenbrechen, weil sie 10 Meter entfernt standen. Also die so nicht wussten, was da eigentlich gerade passiert ist. Und das versucht man dann so zu verarbeiten. Und dann hatten irgendwelche Idioten, die und ich liebe politische Debatte. Und ich mag es, gute Argumente auszutauschen. Und ich lasse mich auch wirklich gerne überzeugen. Wenn ich es nicht recht habe, habe ich halt nicht recht. Aber eine Ideologie, die Menschenleben kostet und die andere Menschen verachtet und deren Freiheiten, die kann ich irgendwie nur ablehnen. Und ehrlich, da hat mich der Anschlag im letzten Jahr bei mir zu Hause noch mal ein Stück klarer. Nicht, dass ich nicht immer schon wusste, wo meine Haltung zu verorten ist, aber das Bekenntnis ist noch mal ein bisschen klarer. Mhm. Ja. Dem möchte ich jetzt gar nicht irgendetwas hinzufügen. So, aber wir haben noch politisches Kapital, wir müssen das einsetzen. Ist gut. Ja, wir haben noch 11 und dann werden wir gewählt wahrscheinlich. Mhm. Ja, eine Runde noch. Wir haben noch 11 politisches Kapital. Übrigens, ich muss doch noch eine Sache ergänzen, weil es was mit Hübsch zu tun hat. An dem Abend war es dann auch so, dass wir dann auch wiederum nicht wussten, wo gehen wir denn hin, zu Hause wollte man nicht sein. Mhm. Und dann saß ich mit Kollegen dann doch nochmal zusammen, wir haben eine Kneipe gefunden, die offen hat oder wieder aufgemacht hat. Und wir haben uns dann so mit den Leuten unterhalten, wie gesagt, kleine Stadt. Mhm. Und wenn Eltern erzählen, dass sie von ihren Kindern von diesem Anschlag gehört haben, weil die Kinder ihn live gesehen haben und die Eltern noch nicht mal wussten, über welches Medium reden wir hier gerade. Also, ja, stimmt, das war zum Teil über Twitch, weil er da auch gestreamt hat, ne? Ja, genau. Und also da sind wir ja auch bei Nichtwissen und damit auch bei Nichtzugang zur Information. Und in dem Fall, das ist schon krass, wenn man eine Mutter sieht, die sagt, mein Kind hat es gesehen. Er hat gesehen, wie jemand hier 1,5 Kilometer entfernt umgebracht worden ist. Also, und das macht halt was mit den Leuten. Ja. Und das wäre auch komisch, wenn nicht vielleicht. So, jetzt habe ich doch wieder die Stimmung zerstört. Nein! Ich finde nicht, dass du damit in irgendeiner Form die Stimmung zerstören kannst. Ich finde es schön, dass du das uns daran teilhaben lässt, weil ich kann mir vorstellen, dass das, weil es auch noch nicht so lange her ist, dass einem das auch schwerfällt, darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob... Also, meine Stimmung hast du nicht kaputt gemacht. Ich finde es total interessant, dass du das mit uns teilst und ich wusste nicht, dass es so nah bei dir zu Hause ist. Ich habe das aber auch einfach nicht in Verbindung gebracht. Romy wohnt in Halle, dieser Anschlag war in Halle. Das waren halt so Sachen, die ich auch nicht so einfach zusammengebracht habe. Aber jetzt, wo du sagst, ist ja, um Gottes Willen, ja, na klar. Weil vielleicht ich auch das ein oder andere diesbezüglich verdränge. Es ist auch, ich weiß auch gar nicht, dann müsste man jetzt in so eine psychologische Betrachtung von der Stadtgesellschaft eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich aufgearbeitet ist. Vielleicht bin ich da auch nur emotional, kann auch sein, oder die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Hm. Aber es ist halt relativ schnell wieder Alltag eingekehrt. Das ist, glaube ich, auch gut, dass man sich nicht die ganze Zeit irgendwie an dem Trauma aufhängt. Aber ich glaube schon, dass dieser Prozess auch wichtig ist. Ich meine, die Synagoge ist mitten im Wohnviertel.
Die Leute, die in der Synagoge waren, haben bei mir studiert, haben mit mir gearbeitet. Also das sind unsere Nachbarn, Freunde, wie auch immer. Partner in Projekten. Das sind also nicht irgendwelche Juden, was an sich schon A ist, sondern es sind Nachbarn und Freunde und Familienangehörige. Und nicht nur, und dann kommt ja noch dieser zweite Aspekt dazu, dass es nicht eine Menschenverachtung ist. Es ging nicht nur darum, Jüdinnen und Juden zu treffen, sondern jeder eigentlich, naja, egal wer der anders ist. Widerworte, eine Frau, ein Typ, der im Dönerladen ist. Und das. Ja. Ja, da hing ja auch unglaublich viel dran. War das der Attentäter nicht auch Anhänger dieser sogenannten Incel-Bewegung, die ein ganz furchtbar veraltetes, oder nicht veraltetes, sondern ein sehr pervertiertes Frauenbild hat? Mir liegt irgendwie sowas an. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Allerdings würde ich eher die Frage stellen, welcher Rechtsextremist kein komisches Bild von Frauen hat. Also emanzipierte Frauen sind da höchstwahrscheinlich jetzt nicht so die Stärke. Außer im Sinne des Instrumentes Rolle der Frau. So als Bewahrerin und Hüterin der Kultur. Ja, ja. Und ja. Mutter. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Also, aber da kenne ich mich mit rechten Ideologien nicht so aus. Kann auch durchaus sein, dass da irgendwer sich mal überlegt hat, wie könnte man das mit Feminismus kombinieren. Aber ich würde vermuten, dass das eine dem anderen widerspricht. Ja. Und das deswegen eher nicht so. Aus dem Bauch heraus würde ich das auch sagen. So, ich. Ja? Ich sprich du. Nee, ich hätte jetzt gesagt, bevor wir uns noch den Kopf zerbrechen, wie wir die letzten 11 politischen Einfluss ausgeben, können wir die auch mit in die nächste Runde nehmen und jetzt einfach draufdrücken und uns wählen lassen. Und du hast mir eigentlich gesagt, du würdest auch gerne gegen 23:30 aufhören. Wir haben jetzt fast 12. Ich hätte jetzt gesagt, wir drücken auf den Knopf, gucken, wie die Wahl ausgeht. Sie wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 98% und 100% für uns an Stimmen liegen, ohne da zu viel zu verraten. Und dann, ich finde, der Quote wird nochmal spannend. Ja, das stimmt. Ja, die Nichtwähler wird auch interessant. Und was wir an Veränderungen haben und so. Und was ich glaube ich dann, und dann würde ich sagen, dann machen wir da einen Cut. Und dann gucken wir mal, was die Community sagt auf dem Discord-Server. Ich gucke ja auf jeden Fall auch auf die YouTube-Videos. Und ich denke mal, dass dieser Teil hier, der jetzt gerade läuft, wahrscheinlich an dem Dienstag, wo wir das nächste Mal streamen, am Nachmittag rauskommt. Schreibt hier in den Chat oder in Discord, was unsere Abbruchbedingung ist. Romy und ich werden auch nachdenken, was wir machen beim nächsten Mal. Wir haben schon den ein oder anderen Plan, der sowohl Democracy 4 involviert, als auch was anderes. Da reden Romy und ich aber erstmal noch drüber. Aber das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir das so machen. Wahl und dann ein Cut. Wir gucken uns noch die Veränderungen an. Was sagst du? Das ist total gut. Ich muss morgen die nächste Veranstaltung moderieren. Ich glaube, muss wirklich langsam ins Bett. Alles klar. Okay, dann klicken wir jetzt auf nächste Runde. Und hier haben wir die Wahlergebnisse. Starten wir die Zählung. The Romians. Oh, die Natural Law Party hat 99% der Stimmen. Ah, das kann aber nicht. Achso, 99% der Stimmen, aber. Achso, 2% nicht, wo. Das ist hier rausgerechnet. Ah, ja, okay. Ja, wir sind wiedergewählt worden. Okay. Breakdown. Ja, die Reichen haben uns nicht so richtig gewählt. Die Konservativen, die Religiösen. Ja, aber alles. Selbst die Kapitalisten sind nur 3% bei den Nichtwählern. Ja, das Schöne ist, dass man ja nicht nur konservativ ist, sondern man ist ein konservatives Elternteil, das jeden Tag zur Arbeit fahren muss.
Und dadurch haben wir es so ein bisschen ausgeglichen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also gucken wir uns die Changes an. Das ist natürlich jetzt von zwei Amtszeiten, ne? Ja, since you were first elected. Also dass wir sind ganz krass in die Richtung pflanzenbasierter Ernährung gegangen und Bus-Usage ist hochgegangen. Kriminalität um 54% runter, CO2-Emissionen um 51% runter. Alter. Alkoholkonsum 50%, Tourismus um 50% rauf. Achso, Rail Industry, weil wir es verstaatlicht haben, natürlich. Energieeffizienz 46% hoch. Arbeitslosigkeit 45% runter. Die Kraft unserer Währung 43% hoch. Immigration 41% hoch. Hin zum elektrischen Auto 41%. GDP um 39% hoch in nur 10 Jahren. Der Ölpreis ist gefallen und, um 38% und wir haben uns relativ unabhängig vom Ölpreis gemacht. Bildung 38% hoch, Gesundheit 36% hoch, Legal Drug Consumption 36% hoch, Lebenserwartung 36%, Geschlechtergerechtigkeit 35%, der Lebensmittelpreis um 34% gesunken. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Also Auslandsbeziehungen hoch, generell, also das hier umfasst Gesundheit, Bildung und Einkommen. Produktivität hoch, private Pensionen hoch, privat Hausbesitz ist auch hoch. Ne? Wir stehen kurz vor dieser Bubble. Telekomindustrie hoch, Rail Usage ist runtergegangen. Okay. Seit wir sie verstaatlicht haben, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Armut um 23% gesunken. Die Einkünfte der Armen um 22% hoch. Verkehrsverstopfung 22% runter. Flugreisen plus 21%. Krass. Stabilität 21% hoch. Unsere Einwohnerzahl um 21%. Die hohen Einkommen um 20%. Ausländische Investitionen 20% hoch, Ölbedarf 20% gesunken, private Gesundheitsvorsorge um 20% gesunken, ethnische Spannungen 20% hoch, Löhne generell 18%, Healthcare, also Bedarf an Gesundheitsversorgung minus 16%, Technologie plus 14%, Demokratie plus 14%. Auswanderung minus 14. Ich gehe es jetzt nicht alles durch, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Also das ist... Super. Es ist wirklich, wirklich krass. So, begin next turn. So, wir reshuffeln jetzt gleich. Water shortage has ended. Krass. Und wir werden uns dieses alles hier jetzt gleich angucken. Ach, jetzt habe ich den freien Reshuffle abgebrochen, kann das sein? Ja. Es ist auch einfach spät. Es ist auch einfach spät, genau. Wir machen jetzt hier Save Game. Speichern wir mal. Ja. Okay, also Vorschläge. Wer noch nichts in den Chat geschrieben hat, kann das nachholen. Ansonsten Discord-Server-Link ist auf dem Twitch-Kanal. Da könnt ihr uns reinschreiben oder auch auf YouTube in die Kommentare. Lese ich alles. Und Romy und ich werden auch nochmal sprechen und uns was überlegen, wie wir nächstes Jahr weitermachen und was eventuell unsere Abbruchbedingungen oder Exit-Strategie für diese Regierungsgeschichte hier ist. Oder ob wir was Neues anfangen, was mit Democracy 4 zu tun hat oder was anderes. Ja. Aber kommt auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder. Und es hat Spaß gemacht. Wir haben viel diskutiert. Ich habe viel Physik erzählt, was auch schön war. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank. Ich weiß jetzt, dass ich in Zukunft mit einem blauen Edding markiere, bevor ich es gehe. Ja. Unter. Pro-Tipp, auf jeden Fall. Definitiv. Und für Romy mache ich vielleicht noch den Raum. Es gab sehr viel Interesse daran, Sachen über Trump oder vielleicht andere Dinge, die du interessant findest, da reinzuhauen. Horst hat auch gesagt, es ist immer schön,
das Lieblingsthema von anderen zu beobachten, wenn mich nicht alles täuscht. Also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Und ansonsten mache ich das, was ich immer mache. Das letzte Wort hat Romy. Das war halt echt nochmal ein total spannender Ritt. Und eigentlich war ich wirklich durch. Und André und ich hatten, bevor wir angefangen haben, nochmal kurz miteinander gesprochen und irgendwie hing ich total matt in der Ecke und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich die Nacht heute durchstehen soll. Und danke. Mir geht's deutlich besser. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir dabei hilft, meinen Tag zu verdauen, mit euch hier Politik zu diskutieren. Das ist total toll. Danke. Tja. Dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als gute Nacht, lieber Chat. Jetzt habe ich dir die letzten Worte wieder weggenommen. Es tut mir total leid. Kommt gut durch die Nacht. Alles überhaupt nicht schlimm. Bis bald. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.